Minister gesagt haben, sie bekommt kein Schmerzmittel. Das würde die Untersuchung im Krankenhaus verfälschen. Sobald man sie also, ich weiß nicht, mit einem ausgerenkten Ellenbogen und, glaube ich, einem ziemlichen Bandsalat dort bis zum Krankenwagen gebracht. Das war nicht schön. Nee, ganz und gar nicht. Aus Kamerun kommt Gael Nayo Ketchanke. Und die macht ihre 100 Kilogramm aus dem ersten Versuch auch gültig. Also wir hatten ja schon Gewichtsklassen, wo gar nichts losging, aber hier bisher die Damen nur gültige Versuche. Stand ganz schön weit vorn die Hantel, hat man gesehen. Sie musste sofort aufstehen und die Schritte hinterher machen, um diese Last dann doch noch zu halten. Geht natürlich.